Carmen Szymanek, Frauensprecherin der FPÖ, ergreift das Wort. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Minister, Hohes Haus. Der ehemalige Militärberater von noch UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, Patrick Kammert, hat einmal gesagt, dass in Zeiten wie diesen und in den gegenwärtigen Kriegen es gefährlicher sei, eine Frau zu sein als ein Soldat. Allein diese Aussage spricht für sich und macht mir Gänsehaut. Aus diesem Grund haben wir auch Frauensprecherinnen aller im Haus vertretenen Parteien im letzten März einen gemeinsamen Antrag für den Schutz für Frauen und Kinder auf der Flucht vor Krieg und Verfolgung eingebracht. Und um dieses wichtige Anliegen von uns Frauensprecherinnen noch einmal zu unterstreichen, bringe ich den Entschließungsantrag im Namen der Abgeordneten Szymanek, Dr. Hübner und weiterer Abgeordnete noch einmal ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird ersucht, sich dafür einzusetzen, dass der UNHCR sich weiterhin dafür einsetzt, die Gefahrenquellen für Frauen in den Flüchtlingslagern, insbesondere nahe den Krisenregionen, so gut wie möglich zu reduzieren und die Frauen bestmöglich zu schützen und zu versorgen. Dass die österreichische Unterstützung für humanitäre Hilfe die besondere Situation und Bedürfnisse von Frauen berücksichtigt, dass die Frauen und Kinder, die Opfer von Menschenhandel oder andere Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt und Missbrauch geworden sind, Zugang zu den Schutz- und Hilfsmaßnahmen, unter anderem Einklang mit den Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, sprich Istanbul-Konvention, erhalten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, aber wovon sprechen wir hier eigentlich? Von wem oder vor wem müssen wir diese Frauen schützen? Vor ihren eigenen Männern? Von den gegnerischen Soldaten? Oder sogar, wie im Fall von Südsudan, vor UN-Soldaten? Aber Vergewaltigung von Frauen und Kindern sind auch in Österreich und in Deutschland in den Flüchtlingsheimen jetzt vermehrt vorgekommen. Und mir macht ein Fall besonders Kopfweh. Das ist jetzt der unlängst in Berlin vorgekommene Fall einer Vergewaltigung eines 6-jährigen Mädchens durch einen Asylwerber. Der Asylwerber, der das Mädchen vergewaltigt hat, wurde dann von der Polizei abgeführt und der Vater des vergewaltigten Mädchens wollte sich rächen, die Ehre der Familie erhalten, wollte auf den Vergewaltiger seiner Tochter losgehen und wurde dann von der Polizei erschossen. Dieses Mädchen muss jetzt nicht nur das Trauma der Vergewaltigung, sondern auch den Tod des Vaters verkraften können. Und das ist wirklich schrecklich für dieses kleine Kind. Und hier an dieser Stelle möchte ich deshalb noch einmal meine mehrfach gestellte Forderung unterstreichen. In solchen Fällen muss der straffällige Asylwerber abgeschoben werden und es muss ihm die volle Härte unseres Gesetzes treffen. In Fällen wie diesen darf es keine falsch verstandene Toleranz geben. Carmen Szymanek, Frauensprecherin der FPÖ, fordert eine Abschiebung von straffällig gewordenen Asylwerbern.